Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew mit der Crew, ja. Mit einmal Nick Frey und dem Marky Marky, ja. Und wir haben heute uns vorgenommen, wir fahren Richtung New York. The Big Apple. Und das machen wir in einer Folge, in der wir maximal 30 fahren. What? Was? Ja genau, dann wären das glaube ich einfach mehr voll. So, wie kommst du auf die Challenge? Ich hab's gleich. So wäre 30 ungefähr. So. Ja. Moment mal, das geht doch gar nicht in dem Spiel, oder? Doch. Du kannst es fast genau. Also ja, machen. Gehen schon, aber nicht ordentlich. Moment. Musst du mal aber vorstellen. Das ist scheiß drauf. Willkommen im Fahrschulsimulator 2014, die alte Version, ja. 2014? Ah komm, es gibt doch bestimmt schon 2015, ganz ehrlich. Garantiert, deswegen sage ich ja die alte Version. Achso. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Oh, könnt ihr die Straße? Wo seid ihr denn eigentlich? Auf dem Weg. Ja, das hoffe ich doch. Wow! Auf durch die Prärie. Ja. Ist doch ein toller Weg, oder? Was sagst du? Schönere Feldwege gab's wohl nicht. Oh, nein. Mein Navi ist das Neueste vom Neuen, ja. Hast du eingegeben, die kürzeste Strecke, oder was? Mautstraßen meiden. Sehr gut. Ja, vielleicht finden wir noch ein paar Autoteile oder sowas. Das wäre lustig. Wo werden wir lang? Ja. Nach 100 Metern liegen sie rechts ab. Strecke. Ja, wow. Ich habe noch ein bisschen gehofft, dass die Leute auch was davon haben, dass wir hier durch ihre Ortschaft fahren. Ich spiele einfach zu viel Survival Games. Ich wollte noch ein bisschen Holz farmen. Ach so, ja. Ich merke schon. Ja. Ich habe gedacht, den Baum nehme ich noch mit. So, ich hole noch ein bisschen extra Kohle. Wow. Kohle. Hey, ein Flugzeug. Noch ein Flugzeug. Wow, da geht's ja zu. Was macht ihr da vorne? Was? Ihr habt Spaß und das ohne mich. Das geht gar nicht. Wow. Ich habe ein bisschen den Zaun abgebaut. Das gibt extra Kohle. Okay. Kohle. Das ist nicht viel. Es gibt nicht viel. Es gibt ein paar Cent oder wow, so. Wow, nein. Aber es macht Spaß, alles ach, kaputt die Zaunteile zu fahren. Die fliegen einfach mal 50 Meter durch die Luft. Gönn dir. Oh, was haben wir denn? Ah, nicht schon wieder ein Vollschaden. Vollschaden? Ach, so viel bringen die jetzt auch nicht, ne? Nee, also, das sind, sag ich ja, ein paar Centbeträge oder sowas. Oh ja, immerhin. Ach scheiße, da müssen wir ja abbiegen. Aber ich geh mal wieder auf die Straße, weil das kann so nicht sein. Wow. Ja, wir müssen da sowieso da lang. Wow, was hast du gemacht? Irgendwas stimmt mit euch beiden hier nicht. Ihr seid viel zu weit vorne ohne mich. Ja, stimmt. Nee, ich hab die Handbremse gezogen. Ich wollte eigentlich hier schön um die Kurve driften. Zieh die Handbremse aber zu früh, lenk zu früh ein, das Auto kommt quer und seitlich in den Baum rein und dann, ja. Ja, ich habe mich gerade auf die Seite gelegt gehabt. Pick your own corn. Ja, also so. Bei mir vielleicht auch mal, dass meine Zuschauer nicht so irritiert sind. Also das ist nicht die Story, die wir hier spielen. Wir machen hier einfach nur Blödsinn in the Crew. Oh ja. Blödsinn, nennst du das? Hör auf, unsere Aktionen abzuwerten. Das ist sehr, wie soll man sagen, ja, wir haben den Bildungsauftrag wahrgenommen an der Stelle. Ja, so aha. Fährt man Auto. Ja, irgendwie. Und wir zeigen ein bisschen Amerika. Ja. Das ist deine Bildungslücke. Oh, verdammt. Ich bin im Fluss. Ja, da gehörst du hin. Als Zwerg. Nein, oh. Eigentlich nicht, aber... Was, im Fluss? Warum? Ja, Hier schaut schön aus. Du wolltest was sagen. Ja, also meine Story geht unabhängig davon natürlich weiter, wahrscheinlich wie auch eure. Ja, yep. Ja. Exakt. Ja. Wir dachten uns einfach, es wäre doch ganz cool, wenn wir eh schon alle The Crew spielen. Könnten wir das doch auch mal zusammentun? Ist genau. Ja, The Crew, ja. Oh, da war eine Sprungschanze und ich bin vorbeigefahren. Ich versuche jetzt mal wieder aufzuholen. Ich bin über einen Kilometer hinter euch. Oh. Da ist eine Sprungschanze. Das geht nicht. Ich muss zurück. Wie? Da ist eine Sprungschanze. Moment mal. Wieso habe ich die verpasst? Scheiße, das ist wirklich eine Sprungschanze. Ups. Achtung, Zwerg. Wo ist deine Sprungschanze? Ja, ich frag's mich. Nee, aber warte mal. Hä? Das ist keine Mission, das ist einfach nur, da ist halt, ne, da kannst du springen. Also rein theoretisch geht da eine Sprungschanze. Achso, Moment. Schau jetzt mal die Karte an. Wo ist da eine Sprungschanze? Nein, nicht auf der Karte, sondern. Da! Achso! Was war das jetzt für eine Aktion? Hä? Einfach wo ist deine... mal springen. Ich wollte mal springen. Au. Oh. Achso. Moment. Wo bist du? Da will ich auch hin. Ach, da! Hui! Hui? Kannst du ja. Einfach Hui sagen? Hui. Hab ich schon mal gesagt, dass Hui auf Polnisch Penis heißt? Echt? Ja. Was? Hui. Das heißt, wenn du Hui Hui schreist, sagst du in gewisser Weise Penis.
Das ist die Information, die uns noch für unser Leben gefehlt hat. Irgendwie habe ich mich verfahren. Ach. Moment mal. Ach, du bist da vorne. Oh oh, ich bin schon wieder ein Verkehrsgefährder. Ja, ich auch, aber echt? Standard. Die ganze Zeit schon. Bull. Wow, wow, die Straße ist keine Straße. Wow. Wir hätten auch die Straße weiterfahren können. Das war nur eine Abkürzung. Deshalb habe ich rumgedreht. Nein. Oh, toll. Also, die Aktion war gerade richtig schön von mir, muss ich sagen. Was hast du gemacht? Ich wollte den Baum rammen. Das war beabsichtigt. Nee, aber ich bin dann irgendwie um 360 Grad hat es mich weggehauen und dann war ich wieder in der Ausgangsposition. Sah ziemlich lustig aus. So. Wow, was ist das? Ein stehendes Auto. Wow, schieb den doch nicht auf mich. Das war natürlich beabsichtigt. Nein. Okay. Bullen? Überall. Oh, LKW. Oh mein Gott. Oh, so jetzt. Nicht, Freund, so nicht. Ja, ey, du hast die wohl nicht alle. Ich war schon 270. Was ist denn bei dir verkehrt? 290. Wow. Nein. Oh. Alles gut. Ich hab gedacht, ich fahr mal hinter euch, dass ich ein bisschen sehe, was ihr für ein Blödsinn treibt. Das ist alles Zwerg seine Schuld. Ich? Ja, deine Schuld. Ich fahre hier ganz unschuldig mit meinen vorgeschriebenen 150, 60 und 4. Verdammt. Was war das denn? Was habt ihr denn da schon gemacht? Ach nö. Ein Zwerg stand im Weg. Und dann kam mir ein Auto entgegen. Wow. Und dann bin ich Zwerg ausgewichen und habe das Auto frontal geknutscht. Wahrscheinlich ist in die ganze Szene so wie immer Mark hier reingefahren. Richtig? Nein. Das ist eine Lüge. Das ist eine dreiste Lüge. Wow, 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 Vorsicht, Nein, wir müssen da lang. Nein! Ich habe die Auswahl verpasst. Ach, ich nehme einfach die nächste. Ihr nimmt einfach die nächste. Ja, von der falschen Straßenseite aus, aber... Nee, das ist die Ausfahrt. Hups. Alter, das ist ja ein Autobahnkreuz hier. Oh mein Gott. Geh weg, da Auto. Es fällt dir ein Auto. Nein. Ich komme gerade nicht klar. Autobahnkreuz. Und ich komme weg. Alter, wo müssen wir hin? Ja, New York. Wolltest du nur mal Standspur fahren? Alter, gelbe Tonnen fliegen gut. Gönn dir gelbe Tonnen. Niemals in New York. Okay, ich fahre gerade totalen Bullshit zusammen, habe ich das Gefühl. Stück Ork und die Bremsbalken die ganze Zeit. Da hängt ein Stück Zwerg an der Bande. Ja, ich habe gedacht, ey, scheiße, da steht ja Zwerg. Ich muss bremsen, damit ich wieder auf eurer Höhe bin. Ey, ganz ehrlich, was zum Teufel? Und dann war der Zwerg irgendwie voll von mir. Oh Gott, ein Stück Leiste hinten weg. Mal rankleben. Ihr seid verdammt nochmal einen Kilometer vor mir. Was ist los bei euch? Hört auf, so ordentlich zu fahren. Ja, genau, jetzt müsst ihr wieder halten. Nee, doch nicht. Nein! Jetzt. Okay, ich bin gleich nicht, wieder dass da. Die hält. Wow, wow. Jetzt wow. Aber. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Oh, da, Vorsicht, da kommt Maki. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ja, so schnell kann's gehen. Und go! Wow! Wow! Nur noch ein paar. Wow! Wow! Nein. Das ist blöd, wenn man zu... Nein! Was zum Nein! Alter, das hat gerade alles geleckt, nur noch. Ja, irgendwie die ganze... Also alles im Eimer. Auf einmal, bum, bum, bum. 5000 Autos, die durch die Luft fliegen. Nein. Mit euch Verrückten fahre ich nicht auf derselben Fahrbahnseite. Achso, ja, dann fährst du auf der falschen. Nur noch Gegenfahrbahn. Oh, nein, noch lieber nicht. Oh, jetzt hat schon wieder irgendwie gehangen. Ja. Lag an mir vielleicht. Hast du schon wieder alles zerstört? Warte mal, das mit der Gegenfahrbahn mache ich, wenn ich mir es habe, also nie. Okay, ich bin jetzt wieder. Ich versuche euch jetzt mal hinterher zu kommen, ihr seid nämlich schon wieder zu schnell für mich. Das schaffst du sowieso nicht. Ich nehme wieder eine Abkürzung. Warte, ja, genau, das war die Abkürzung in die falsche Richtung, verdammt. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? New York. Zum Flughafen. Stimmt, ja, genau. Wow. Wow. Ich komme nicht klar. Oh, das sind schöne gelbe Tonnen. Ich liebe gelbe Tonnen. Die nehme ich doch gleich mit. Oh, ich nehme auch noch ein paar mit. Ja, toll. Oh, da gibt es einen Sprungtest oder ist das ein Tempotest? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Test voll verfehlt. Oh, der ist irgendwo da hinten. Moment mal. Hä? Der ist auf der anderen Straßenseite. Ah! Deshalb habe ich ihn verfehlt. Tempotest. Ey, der ist aber wirklich in der falschen... Ey, nee.
Hey, ich versteh's nicht. Fahren wir falsch rum? Ich glaube schon. Fahre schnell und bleibe. Nein, für geht schon. Auto. Oh ja. Oh nein! Oh doch. Gelbe Tonne! Tonne, 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 Tonne. Wow, ist das die, Ich sehe nichts. Ich glaube, ich habe schon die erste Brücke. Brooklyn Bridge oder sowas? Ja. Nee, Moment, was ist das? Doch, das ist die erste. Die etwas ältere. Wow. Ja, ich habe ja mal ein Rennen gefahren von New York nach Los Angeles in der Beta. Mit ein paar Leuten. Okay. Das war schon atemberaubend. Wenn du ja, so einmal so in 45 Minuten oder in 50 Minuten da einmal quer durch die USA fliegst. Boah, das ist natürlich... Nein, ich will... Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen Route 66 oder sowas fahren. Das fände ich auch mal sehr cool. Toll, jetzt habe ich versehentlich den Tempotest wiederholt. Ja, gibt's tatsächlich. Ich hab das Straßenschild schon gesehen von der Route 66. Also die ist sogar drin. Okay. Auto bleibt gerade. Du bist ja... Ich glaube, ich bin hier gerade etwas ab vom Schuss. Ja, ich versuche Unfälle zu vermeiden, was nicht so einfach ist. Und versuche. Du spielst ja ein Rennspiel, da versucht man keine Unfälle zu vermeiden. Ganz im Gegenteil. Ja. Deswegen sind wir so weit hinten. Oh. Das war wohl ein Totalschaden. Okay, ich fahre jetzt noch in New York. In New York rein, genau. Ich glaube, ich darf jetzt keinen mehr knutschen. Wenn ich noch einen knutsch, ich glaube, dann habe ich Polizei im Hintern. Oh, ich bin die falsche Abfahrt runter. Das ist doch kein Problem. Ich fahr jetzt durch New York. Ja, perfekt. Dann haben wir es sogar noch geschafft in der Folge. Nach New York? Ja, nach New York. Oder? Wir sind schon jetzt hier richtig. Ich war noch nie. Ich hätte nie gedacht, dass die Brooklyn Bridge... Ich hab Polizei am Tor. Oh, ich seh's ja. Krass. So, und... Oh ja, ich sehe auch die, tatsächlich jetzt die Polizei, die dich verfolgt. Wir müssen die ausschalten. So, das machen wir jetzt wieder ganz geschickt. Nämlich gar nicht. Schon. Wow! Oh, die sind ja noch ziemlich frisch, die dich da eigentlich verfolgen. Abbiegen. Das heißt Frischfleisch. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ey, scheiße. Was? Du wurdest verhaftet? Ja. Okay. Schade. Ich wollte einen rammen, um ihm Schaden zuzufügen. Und das war dein Ende, oder wie? Und die bewegen sich keinen Millimeter. Oh nein. Ja, die sind doch, glaube ich, ein bisschen stark, die Jungs. Also ich tue mich da auch immer sehr hart. Abfahrt! Oh Gott. Oh, ich höre einen. Was habe ich getan? Da ist International Airport angezeigt. Yay! Der Marki ist noch gute 1,7. Ja, Jungs, und ich wäre dafür, dass wir jetzt schon langsam unsere Folge beenden, weil ja, wir sind doch der Marki muss los. Ich muss nämlich jetzt gucken. Wo ist der Marki? Ja, der ist noch ein paar Häuser angucken, weil ich überlege mir hier eine Wohnung zu kaufen. Ach so. und hier ist schön. Geworden. Was sagt der Makler? Zu teuer. Alles viel zu teuer. Das kann sich der Marki nicht leisten und er hätte doch gerne einen schönen Baum. Aber er hat keinen gefunden. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen aus dem Weg fahren, wenn man dann irgendwann in die Parking Zone. Jo, aber gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Oh. Weil ich habe jetzt noch ein kleines Terminchen. Ein Terminchen? Ja, ich muss jetzt nicht Training. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin. Ja, tschüssi. Tschö.